Pentacast Island Pacific Insel Reise Travel Natur Selk Gensi Selsank Gensi Autor D Selsank Gensi. Video: Auf der Pazifikinsel Pentacast springen junge Männer von Holzgerüsten. Gehalten werden sie nur von Lianen und dem wachsamen Blick ihres Stammesältesten Du nicht. Häuptling Lauranto springt auf und ist unzweideutig unbekanntes Zeichen Jahren, in denen Toland Diving Doctor ist, hat es keine einzige Tick in seiner Ansage. Dem Teenager, in dessen Augen, in dessen Verletzung gegeben. Was in der Tat erstaunlich ist, denn auf ein unbekanntes Zeichen Seele sich To versenkt hatte, werden die Lianen von den Fesseln deren Sprungtürmen im Süden Pentecosts passiert durchaus was, abgenommen. Die hölzerne Plattform, die für ihn bestimmt Verletzungen sowieso, aber auch drei Tote in den letzten Jahren gewesen war, wird mit lautem Knacken abgebrochen. Der Blick-To ist verantwortlich für alles Sprungtechnische, was hier in des Jungen scheint erleichtert, keine Spur von Scham. Erisbeck unbekanntes Zeichen Leonora auf Pentacast passiert, einer von 83 Inseln im Subpa zitiert die Entscheidung des Weisen, klettert vom Turm und mischt Fiek, die zusammen den Staat Vanuatu ausmachen. Er bestimmt, sich unter den Rest seines Stammes, dessen Singen und Tanzen welche Bäume für den Turm gefällt werden, er sucht die Lianen den Sprung des Nächsten einleitet. Aus, er überwacht den Bau und natürlich die Sprünge. Ich kann es nicht erklären, sagt Lauranto später, es ist die Vorbereitung dauert mehrere Wochen. Die Arbeiter kommen ein Geschenk, ein sechster Sinn. Ich spreche mit den Lianen, sie men von der ganzen Insel, sie kommen in mehrstündigen Fuß mehr sagen mir, wenn etwas nicht in Ordnung ist, wenn sich jemand schien oder in Ruderbooten übers Meer. Lauranto kommandiert verletzen wird. Dann verbiete ich den Sprung. In den 17 den Bautrupp, der aus etwa 15 Männern besteht, zwischen 8 und 60 Jahre alt. Er zeigt auf die Bäume, die gefällt werden. Die Männer benutzen riesige Machenten dafür, dann tragen sie Stämme und Lianen zum Sprungplatz. Ein Generationenriss wird sichtbar. Die jungen Männer tragen Shorts, die alten Nambas, den traditionellen Genitalschutz. Jean-Claude Asal, genannt Van Damme, steht mit seinen 31 Jahren irgendwo in der Mitte und wird von den Youngsters ob seines Nambas so lang gehäckelt, bis er zu Shorts wechselt. Lauranto bestimmt 9 Stellen, an denen Löcher gegraben werden. Die Männer schwitzen, Insekten piesacken sie, während To auf einem Hügel im Schatten sitzt. Keiner hinterfragt seine Autorität, wenn er Kommandos gibt und den Bau des Turms überwacht, jede Verbindung und jeden Knoten. Wenn der Turm steht, werden Plattformen eingezogen. Ein einfacher Holzmechanismus mit 2 sorgfältig geglätteten Pfosten, über welche die Lianen laufen, dient als Bremsmechanismus. To ruft zum Feierabend, wenn er der Ansicht ist, dass genug Arbeit für den Tag geleistet wurde. Die Männer machen sich auf den Heimweg, nicht wenige von ihnen mit Kawa-Wurzeln für die abendliche Entspannung im Gepäck. Der Rauschpfeffer wächst hier wie Unkraut, 4 Jahre dauert es, bis man ihn ernten kann. Im Export bringt eine Wurzel rund 2 Dollar, und vielen Men unbekanntes Zeichen an sieht man ihre Vorliebe für das entspannende Getränk schon von weitem an, ihre Haut ist völlig ausgedörrt. Am Tag des Landdiving ist alles fertig. Es gibt verschiedene Höhen, aus denen die Männer springen werden. Jeans Asal, bärtig, über 30 Jahre alt, genauer weiß das hier keiner, klettert auf den höchsten Punkt des Turms, 10 Meter über dem Erdboden. Bis auf das traditionelle Namba ist Jeans nackt. 2 Stammesangehörige begleiten ihn und befestigen je eine Liane an seinem Knöcheln. So tritt er vor Lauranto. Der versenkt sich in seine Augen und spricht mit den Lianen. Diesmal scheint alles okay. Jeans Asal wird springen dürfen. Das Singen, das Tanzen, das charakteristische Wub-Wub am Fuße des Turms wird lauter und intensiver. Männer und Frauen, alle in ihren traditionellen Gewändern, feuern den Springer an, der spielt den Ball an die Zuschauer zurück und fordert mehr, ähnlich einem Stabhochspringer in einem vollen Leichtathletikstadion. Auch eine Handvoll Touristen befindet sich unter den Zuschauern, rübergeflogen von Vanuatus Hauptstadt Port Vila. 10 Sprünge in einer Stunde werden die Touristen heute sehen,
wobei der jüngste Landdiver gerade einmal 8 Jahre alt ist, dann fliegen die Touristen wieder zurück. Das Wetter, sagt der Pilot, sie verstehen. Als die Stimmung am Höhepunkt ist, drückt sich Johannes Asal von der Holzkonstruktion ab, volle Körperspannung, die Arme seitlich ausgestreckt, perfekte Balance, wie ein Turmspringer. Bloß ist da kein Wasser unter ihm, da ist braune, festgetretene Erde. Sein Leben, seine Gesundheit hängt an zwei um seine Fußgelenke geknoteten Lianen. Die Zuschauer in den hinteren Reihen hören nur ein lautes Knacken. Dann ist Stille. Johannes Asal liegt am Boden, die Arme seitlich ausgestreckt. Zwei Helfer heilen zu ihm. Da hebt Johannes seinen Kopf, weiße Zähne blitzen aus dem staubigen Bart. Er winkt den Zuschauern. Der hölzerne Bremsmechanismus, der den Fall dämpfen sollte, hat offenbar funktioniert, das war das Knacken. Und die Lianen haben gehalten. Die Menge tobt. Über den Ursprung des Landdiving auf der südpazifischen Insel Pentecost gibt es mehrere Legenden, deren bestverbreitete so klingt, es waren einmal Mann und Frau, die dauernd stritten. Eines Tages wurde es der Frau zu blöd, sie kletterte auf einen Baum und drohte damit, sich springend umzubringen. Ihren Mann überkamen Schuldgefühle, immerhin waren die beiden noch nicht so lang verheiratet. Sie mögen doch gemeinsam springen, sagte er. Das taten sie. Was der arme Tropf nicht wusste, die Frau hatte sich Lianen um die Beine gebunden, das rettete ihr Leben, während der Mann am Boden zerschellte. Der listigen Dame zu ihren begannen die Inselfrauen zu springen, allerdings nicht lang, die Grasröckchen der Inselanierinnen offenbarten beim Sprung allzu delikate Einsichten, woraufhin die Männer wieder das Kommando übernahmen und Landdiving zu ihrer Sache erklärten. Frauen sind seither nur mehr klatschendes und singendes Bodenpersonal. Landdiving passiert ausschließlich zwischen März und Juni, man feiert damit die Üamsente. Das Datum hat die erfreuliche Nebenwirkung, dass um diese Zeit die Lianen am saftigsten und somit haltbarsten sind. Eine Zeit lang galt Landtauchen außer unbekanntes Zeichen dem als Initiationsritus. Wer gesprungen war, galt als Mann. Es gibt 3 Sprungplätze auf Pentecost, die für Touristen zugänglich sind, Lonorore ist einer von ihnen. Der Flugplatz ist nur ein paar hundert Meter entfernt, schon bald soll er asphaltiert werden, heißt es. Am Flugplatz steht auch das einzige Telefon des Dorfes. Es gibt kein Stromnetz und nur eine Toilette, nur eine Wasserleitung, die ihren Ursprung oben am Berg hat. Zu essen gibt es entweder Leplep, ein Gericht aus Bananen und der Wasserbrotwurzel Taro, oder Cracker, Corned Beef, Frühlingspizza und Instantnudeln. Wer hier auf der Insel ein Zimmer bucht, kriegt ein Bett im Krankenhaus. Auf der gesamten Insel leben laut Schätzungen zwischen 9000 und 11000 Menschen. Pentecost ist eine der letzten nahezu unberührten Inseln der Region. Es gibt hier Palmen, Schildkröten, Kokosnüsse und Wasserfälle. In der Nacht sieht man den roten Widerschein der 2 aktiven Vulkane auf der Nachbarinsel Ambrim. Gefischt wird von traditionellen Kanus aus. Ein Fluss heißen Thermalwassers mündet ins Meer. Pentecost ist ein Pattenziel les Touristen und bekanntes Zeichenparadies. Es gibt immer wieder Gerüchte, japanische Investoren würden in großem Stil hier einsteigen. Noch aber fehlt es an der Infrastruktur. Immerhin, eine Touristenattraktion gibt es schon. Landdiving eben. Während die Lebensumstände auf Pentecost und Umgebung also relativ bescheiden sind, ist der sprachliche Reichtum enorm. Im Staatsgebiet von Vanuatu werden nicht weniger als 110 Sprachen gesprochen. Auf Pentecost allein sind es 5, Raga, Apma, Ske, Sowa und Samstag, daneben natürlich die Nationalsprache Bislama. Außerdem haben die meisten Schulen entweder englischen oder französischen Hintergrund, darum ist es hier völlig normal, 5 Sprachen zu sprechen.